Vajrasana ist eine Bezeichnung für den Fersensitz. Ich möchte einiges erzählen über Vajrasana, zum einen als Ausgangsstellung vieler Asanas und zum anderen auch als Sitzhaltung für Pranayama wie auch für Meditation. Vajrasana gehört zu den Sitzhaltungen. Vajrasana kann dir helfen, auch in der Meditation gut zu sitzen, wie auch für Pranayama zu sitzen. Zunächst, die Grundstellung von Vajrasana ist, du sitzt auf den Fersen, so wie es für dich angenehm ist. Für manche Menschen ist es angenehm, die Fersen fast zusammenzuhalten. Für andere, für die meisten, sind die Fersen etwas auseinander, sodass die Sitzhöcker entweder auf den Fersen selbst sind oder auch an der Innenseite der Füße. Eine weitere Variation von Vajrasana ist, die Fersen noch weiter auseinanderzusetzen, dass du fast auf dem Boden bist, was aber auch manchmal auch als Mandukasana bezeichnet wird. Einfache Variation von Vajrasana. Manchen Menschen fällt es schwer, in der Grundstellung zu sitzen, und so kannst du zum Beispiel ein Kissen hochkant nehmen und zwischen den Fersen das Kissen setzen und so auf dem Kissen sitzen. Zum anderen gibt es auch ein solche Kniebänkchen, und manche sitzen auch gerne auf einem Kniebänkchen. Weil das Kniebänkchen typischerweise so ist, dass die Sitzfläche nach vorne etwas geneigt ist und dann sitzt man dort ganz angenehm. Inzwischen gibt es viele Yoga-Shops im Internet, wie auch bei den Yoga-Vidya-Ashrams, wo du Kniebänkchen kaufen kannst, und für viele ist das ganz angenehm. Vajrasana hilft, die Wirbelsäule aufgerichtet zu halten. Bei Vajrasana brauchst du keine Rotationsflexibilität und daher ist diese Übung oft angenehm für die Knie. Manche Menschen dagegen spüren, dass nach einer Weile trotzdem die Knie wehtun oder auch die Fußrücken. Und dann musst du entweder eine kreuzbeinige Variation üben oder du kannst auch eine Decke unter die Knie geben oder eine Handtuchrolle unter die Fußgelenke geben, sodass der Spann nicht ganz so stark gedehnt wird. Vor- und Nachteile von Vajrasana gegenüber der kreuzbeinigen Stellung. Die kreuzbeinigen Stellungen wie Padmasana, Svastikasana, Siddhasana, Sukhasana, Muktasana haben den Vorteil, dass ein Dreieck entsteht. Indem die Knie auseinander sind, zeigt ein Dreieck zur Wirbelsäule hin. Diese Übungen helfen auch, das Becken nach vorne zu öffnen, den tiefen Bauch zu öffnen und so die Energie nach innen zu bringen. Die kreuzbeinigen Sitzhaltungen brauchen meistens ein Kissen, um gerade zu sitzen. Nur wenige Menschen können ohne Kissen Kreuzbeine gerade sitzen. Vajrasana, auch ohne das Bänkchen, vermag dagegen, die Wirbelsäule anstrengungslos aufrecht zu halten. Die Neigung, dort eingesunken zu sein, ist weniger. Zum anderen, durch die Kniehaltung wird nach vorne geschlossen und nach hinten geöffnet. Nicht umsonst gibt es auch eine Variation von Vajrasana, die als Brahmacharyasana bezeichnet wird, wo die Knie zusammen sind und die Füße etwas weiter auseinander, was im Grunde genommen wiederum eine Variation von Mandukasana ist. Diese Stellung soll helfen, dass die Sexualenergie nach hinten kommt und in die Wirbelsäule eintritt und so die Energie nach oben gibt. Alle Vajrasana-Variationen helfen dadurch, eher vorne dich zu schließen und nach hinten zu öffnen. Auch für die Hüft-Kreuzbeingelenke ist es von der Statik her anders. Wenn du in der Kniehaltung bist, werden die Hüft-Kreuzbeingelenke etwas auseinandergezogen. In der kreuzbeinigen Stellung werden die Hüft-Kreuzbeingelenke eher etwas komprimiert. Beides hat seine Vorteile. Herkunft des Begriffs Vajrasana.
Vajrasana kommt vom Ausdruck Vajra. Und Vajra hat mehrere Bedeutungen. Vajra heißt zum einen Diamant, Vajra heißt Donnerkeil, Vajra heißt auch Blitz. Und ich glaube, warum es Blitz heißt, ist relativ klar. Unterschenkel, Oberschenkel und Rumpf zusammen sind also mehrfach gezackt und ein Blitz ist eben gezackt. Und Vajrasana soll auch ausdrücken, wenn du die Stellung länger hältst, dann kann in dir die Energie blitzartig nach oben gehen. Und als solches ist es eben auch wie der Donnerkeil. Vajra bedeutet auch Diamant. Unter anderem deshalb, weil der Diamant feste ist und wertvoll. Und so ähnlich kannst du in Vajrasana längere Zeit fest sein und du kannst etwas sehr Wertvolles erreichen, nämlich Ruhe des Geistes und intensive Energie. Handhaltungen in Vajrasana. In Vajrasana kannst du im Grunde genommen die gleichen Handhaltungen einnehmen wie in den kreuzbeinigen Stellungen. Zum einen kannst du die Hände übereinander geben, wie es Daniel gerade zeigt. Du kannst aber entweder auch die Daumen übereinander geben oder die Daumenspitzen berühren lassen. Du kannst auch die Hände falten. Beim Falten der Hände kannst du wiederum auch die Daumen übereinander geben oder sehr häufig, lieben es Menschen, die Daumen sich berühren zu lassen. Du kannst auch die Handrücken auf die Oberschenkel geben und dabei Daumen und Zeigefinger zusammengeben, Chin Mudra, oder auch die Handflächen nach unten. Was manche auch gerade in Vajrasana ganz mögen, weil das hier etwas mit Blitz und Donnerkeilen, damit mit Feuer hat, ist Fäuste machen und die Daumen nach oben. Das ist nämlich Agni Mudra, Feuer Mudra. Und drück so ein bisschen aus, dass du in dieser Stellung dein Feuer entzünden willst und nach dem Höchsten streben willst. Vajrasana als Ausgangsposition für verschiedene Asanas. Vajrasana ist die Ausgangsposition für viele Asanas. Von hier kannst du zum Beispiel zu Supta Vajrasana kommen, das heißt die Ellbogen hinten auf den Boden geben. Andersrum. Ellbogen hinten auf den Boden und den Brustkorb heben und Kopf nach hinten geben, Unterarme auf den Boden. Und das ist Supta Vajrasana. Es gibt das Kamel als Ushtrasana, wo du die Hände auf die Fersen gibst. Du kannst von dem Fersensitz auch zur Stellung des Kindes kommen, zu Balasana, auch Garbhasana genannt. Und Vajrasana ist auch die Ausgangsposition für den Drehsitz, Ardha Matsyendrasana, wo du dich links neben die Ferse setzt zum Beispiel und dann nach rechts drehst. Das sind nur einige Beispiele für Vajrasana als Ausgangsposition für andere Asanas. Ja, alle Variationen von Vajrasana und weitere Informationen findest du in der Yoga Vidya App. Die es gibt für Android wie auch für Apple iPhone. Du findest diese auch auf www.yoga-vidya.de. Dieses Video ist Teil des Yoga Vidya Asana Lexikons. Über 5000 Videos mit allen Asanas, mit ihren deutschen und Sanskrit Begriffen. Alle Asanas findest du auch auf wiki.yoga-vidya.de. Dem großen Lexikon zu Yoga, Meditation, Ayurveda, Spiritualität, Gesundheit, Philosophie, Medizin, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Sanskrit, Indologie, Hinduismus, Buddhismus, Weltreligionen und viel mehr. Wenn es dir gefällt, klicke immer auf Daumen hoch, gefällt mir oder teile das Video mit anderen. Um Asanas gründlich zu lernen, besuch doch mal ein Asana-Intensivseminar bei den Yoga-Vidya-Ashrams oder eine Yogastunde in den Yoga-Vidya-Zentren. Asanas lernst du auch anzusagen in den Yoga-Vidya-Yogalehrer-Ausbildungen. Nochmal die Internetadresse www.yoga-vidya.de.